Achtung, wir müssen reden. Und das ist mein voller Ernst. Das, was ich dir jetzt in dieser Episode sage, kann ausschlaggebend für deine ganze Hypnosearbeit sein. Und das hinterlege ich jetzt extra mit dieser dramatischen Musik, weil es wirklich, wirklich wichtig ist, dass du das ein für alle Mal verstehst und wahrnimmst. Und ich habe dieses Thema schon in einigen meiner Podcast-Episoden, die ich teilweise auch hier auf YouTube veröffentlicht habe, angesprochen. Aber im Dschungel des Internets wird nicht alles wahrgenommen. Und deswegen werde ich hier jetzt noch einmal explizit darauf hinweisen, dass der folgende Fehler über deinen Erfolg oder Misserfolg mit Hypnose entscheiden kann und das völlig unabhängig davon, wie gut du auf Hypnose und Suggestionen reagierst, wie wichtig dir das entsprechende Thema ist und wie fleißig du beim Anhören einer Hypnose und bei der Durchführung einer Hypnose bist. Ich rede hier ganz klar vom Einschlafen. Und ich verstehe, dass besonders bei Laien, die mit Hypnose und Meditation bisher noch wenig zu tun hatten oder falsch informiert waren, das Wort Schlaf mit Hypnose gleichgesetzt wird. Oder wenn ich zum Beispiel Schlafhypnosen veröffentliche, Schlafversionen veröffentliche, der Gedanke aufkommen kann, dass man ja nur hören braucht, einschlafen braucht und alle Dinge regeln sich wie auf Knopfdruck. Die Wahrheit ist, dass Hypnose ein wunderbarer Übergang ist in einen tiefen und gesunden Schlaf. Dass Hypnose das Schlafverhalten harmonisieren kann. Dass Hypnose dafür sorgen kann, dass du viel mehr aus deinem Schlaf herausholen kannst. Aber Hypnose ist ein völlig eigenständiger Zustand, ein völlig separat vom Schlaf zu betrachtender Zustand, den du bitte komplett vom Schlaf separieren musst. Wenn ich hier eine Schlafversion veröffentliche oder auch in meinen Hypnoseprogrammen zum Abnehmen oder Nichtrauchen, dann sind diese erstmal grundsätzlich optional zu betrachten. Für all jene, die das Programm schon angewandt haben und anschließend nur noch etwas auffrischen wollen. Für all jene, die wirklich in der Lage sind, nach dem Wirkteil sich auf meine Anweisung hin fallen zu lassen und dann die Hypnose als Übergang in den Schlaf zu nehmen. Ich lese aber immer wieder und besonders auch wieder heute in einem Kommentar, ich habe nichts mitbekommen, ich bin eingeschlafen. Und auch hier kann es durchaus sein, dass du nur glaubst, dass du geschlafen hast. Besonders bei Hypnosen, bei denen ich dich wieder zurückhole aus der Trance. Zum Beispiel, wenn ich zähle von 1 bis 5 und du dann bei der Zahl 5 deine Augen öffnest und du dann das Gefühl hattest, du hättest vielleicht geschlafen, dann kannst du davon ausgehen, dass du in einer tiefen Hypnose warst. Oder dass du vielleicht kurz weggenickt bist. Aber ansonsten kann es wirklich sein, dass du durch die oft sehr effektiven Hypnoseeinleitungen zwar in die Hypnose gelangst, aber dein Körper sich das Recht rausholt und dann einfach einschläft. Viele Menschen merken gar nicht, wie sie sich in ihrem Alltag überfordern, wie sie immer mehr von ihrem Körper fordern, wie sie sich unter Druck setzen zu funktionieren. Das kann man machen. Aber in Hypnose nimmt sich dein Körper, was er möchte. Dein bewusster Wille, dir durch die Überforderung bewusst etwas Schlechtes anzutun, spielt in Hypnose keine Rolle mehr. In hypnotischer Trance entscheidet dein Unterbewusstsein darüber, was gut für dich ist. Wenn dein Unterbewusstsein der Meinung ist, dass diese wohltuende Trance, die du bei einer Hypnoseanwendung
endlich genießen darfst, für dich in einen tiefen Schlaf führen soll, weil du es sonst nicht zulässt, dann wirst du einschlafen. Und das ist auf der einen Seite gut für dich und deinen Körper, weil du endlich wieder zur Ruhe kommst, dein Körper die erforderlichen Selbstheilungsmaßnahmen im Schlaf treffen kann. Aber für das Erreichen deines Ziels ist der Schlaf ein absolutes No-Go und kontraproduktiv. Denn sobald du die Wellenmuster der Hypnose verlässt und in den Schlaf gehst, wird die Hypnose für dich komplett nutzlos sein. Was also jetzt tun? Ganz einfach. Wenn du einschläfst, dann brauchst du das in diesem Moment. Du musst also beim nächsten Mal dafür sorgen, dass dieser Zustand nicht mehr eintritt, wenn du wirklich mit Hypnose dein Ziel erreichen willst. Sorge dafür, dass du dir Zeit am Tag nimmst. Dass du dir, auch wenn du dir eine Schlafhypnose anhörst, einen Sessel, einen Bürostuhl, irgendeine sichere Sitzunterlage besorgst, an dem du die Hypnose dann für dich durchführst, sodass du, wenn die Hypnose vorbei ist, für dich selbst entscheidest, ob du noch in diesem Sessel oder Sofa, dieser sicheren Sitzunterlage, etwas verweilen möchtest oder wach wirst. Wenn es dir nur darum geht, Hypnose als Wellness-Instrument zu nutzen, ist es völlig okay, dass du einschläfst. Aber viele Menschen wollen die Kraft der Hypnose nutzen, um auf Knopfdruck Wunder zu erleben, um von jetzt auf gleich Nichtraucher zu werden, um lästige, überflüssige Kilos loszuwerden, um ihre Ängste zu besiegen oder was auch immer. Und wenn du dieses Ziel verfolgst, dann musst du die Hypnose als ein für dich psychologisch wertvolles Medium ansehen. Und die Hypnose genauso nutzen, wie sie genutzt werden soll, wenn sie denn zum gewünschten Ziel führen soll. Und ich möchte das jetzt noch einmal ergänzen. Ich denke, das ist jetzt klar. Dadurch, dass du, wenn du dich dazu entscheidest, mit Hypnose abzunehmen, nicht Raucher zu werden, dass du dieser Hypnose auch den entsprechenden Wert zukommen lässt. Wenn du eine Hypnose bei einem Hypnotherapeuten buchst und du eine dreistellige Rechnung gestellt bekommst, dann wirst du höchstwahrscheinlich dich lange auf deinen Termin vorbereiten. Du wirst dir wahrscheinlich viele Gedanken machen, was an diesem Tag wohl alles passieren wird, was in dieser Hypnosesitzung so geschehen wird, wie diese Hypnosesitzung vollzogen wird, ob du dich richtig darauf einlassen kannst. Vielleicht hast du auch den Wunsch, zu diesem Termin eine Freundin mitzunehmen oder einen Freund, weil du dich dann einfach wohler fühlst und nichts verpassen willst und das Gefühl hast, wenn ihr zu zweit seid, kriegt ihr mehr mit. Und genauso sollte es sein, wenn du dir online eine Hypnose anhörst und durchführst. Es gibt verschiedene Typen von Hörern, die ich mittlerweile hier klassifizieren kann. Das eine ist die Wellness-Hörerin. Das sind in der Regel Frauen, die mir zuhören. Das sind jene, die mir aufgrund meiner Stimme, meiner Sprechweise, der Musik zuhören. Jene, die einfach ein bisschen Begleitung in ihrem Alltag brauchen und gerne alles mitnehmen, was so von mir produziert wird. Unabhängig von welchem Thema. Heute wir abnehmen, morgen das Rauchen, übermorgen das Schlafen. Und das ist vollkommen okay. Denn wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, dann ist es dein Ziel, mir zuzuhören, mit mir zu entspannen und die Nebeneffekte einfach mitzunehmen. Wenn du aber zu der anderen Personengruppe gehörst, die sagt, ich möchte nur mein Ziel erreichen, alles andere interessiert mich nicht. Ich möchte heute Nichtraucher werden. Ich möchte heute abnehmen, dann verpflichte dich selbst dazu, diese Hypnose, unabhängig davon, ob du sie als Free Version hörst oder eines meiner Programme kaufst, verpflichte dich dazu, diese Hypnose-Anwendung genauso ernst zu nehmen,
wie eine Hypnotherapie bei einem Hypnotherapeuten. Dann kann eine Audiohypnose via MP3 nicht nur dieselbe, sondern sogar eine bessere Wirkung haben, abhängig von der Art und Weise, wie die Hypnose durchgeführt wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Thema Einschlafen und Konzentration auf das Wesentliche mit dieser Episode, mit diesem Podcast oder wie man das auch immer nennen möchte, ein für alle Mal geklärt ist, dass es angekommen ist und vor allem, dass diese Audio hier nicht wieder im Dschungel des Internets untergeht, denn das wäre schade, wenn du das hier nicht wahrnehmen würdest, denn alle Voraussetzungen können bei dir stimmen. Lediglich die Tatsache, dass du einfach einschläfst, kann den ganzen zauberhaften, wundervollen Effekt einer Hypnose zunichte machen. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Hypnotiseur und Sprecher, Ralf Lederer.